Gemeinsam mit Renate Hartwig gehöre ich zu den insgesamt 24 Personen unserer Ehrenamtsgruppe. Und wir sind natürlich sehr erfreut und auch dankbar dafür, dass wir für das Jahr 2021 den Ehrenamtspreis der Stadt Pirna zugesprochen bekommen haben. Wir haben den Anlauf schon 5-mal unternommen, haben uns trotzdem immer mit denjenigen gefreut, die statt uns dann ausgezeichnet wurden. Aber jetzt hat es geklappt und wir sehen das als einen Höhepunkt unserer Arbeit an, den wir aber zugleich als Ansporn sehen für weitere wirksame ehrenamtliche Arbeit im Seniorenzentrum, also in einem Bereich, der besondere Zuwendung und Aufmerksamkeit verdient. Oft sind wir in der Stadt mit unseren Bewohnern unterwegs und dann wird gestaunt, wenn wir mit 15, 18 Rollstühlen durch die Stadt fahren. Wir freuen uns, wenn Kinder anhalten und sagen, Oma, kann ich mal schieben? Das ist eine Aktivität, die wir haben, aber wir haben noch viele, viele andere. Leider ist das jetzt alles nicht mehr möglich, sodass wir im Heim eingeschränkt sind. Wir können unsere Arbeit nicht mehr so machen, wie wir es möchten. Wir können das Pflegepersonal nicht unterstützen und vor allem die Fürsorge für unsere alten Bewohner. Ab Oktober kam dann die Einschränkung, sodass wir Ehrenamtlichen von der Heimleitung gefragt wurden, könnten sie Dienste übernehmen? Haben wir natürlich gerne Ja gesagt. Und da waren wir als Transferdienste unterwegs. Wir haben die Bewohner von den Stationen zu ihren Besuchenden gebracht und dann auch nach einer Dreiviertelstunde wieder hochgebracht. Wir haben versucht, viel Freude zu bringen. Unter anderem haben wir zum Niklastag schon Handschuhe verschenkt. Wir haben zu Weihnachten von der Kirchgemeinde Grüße verschenkt. Und jetzt zum neuen Jahr haben wir Kerzen gebastelt, um Freude zu bringen und Zuversicht für das neue Jahr. Wir sind auch eingesetzt worden in den letzten Wochen in der Wäscherei, in der Kasse. Und wir haben auch über den Funk verschiedene Geschichten und Gedichte vorgelesen. Und ein Echo ist auch gekommen. Wir freuen uns. Macht weiter so.